19. Türchen im Adventskalender. Wir hören heute in der ersten Lesung die Geburtsverkündigung des sogenannten 12. Retters, nicht des sogenannten, des 12. Retters aus dem Buch Richter mit dem Namen Simson. Dessen Geburt wird verkündet durch einen Engel an eine unfruchtbare Frau und dann heißt es, dieses Kind wird von Geburt an ein gottgeweihter Nasuräer sein und deswegen soll er weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Wenn man diese Stelle kennt dann und liest, wie heute in der ersten Lesung, dann wird man, wenn man die Geburtsankündigung Johannes des Täufers liest, sofort das Echo von Richter 13, aber auch von Genesis 17 im Kopf haben, wo Gott die Geburt des Isaak verheißt. Und das macht der heilige Lukas ganz, ganz, ganz bewusst. Es ist sogar so, die Experten sagen, dass er in den ersten 4 Kapiteln des Lukas-Evangeliums einen Stil imitiert, der dem Stil der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes gleicht, um dem Leser zu verstehen zu geben, pass auf, was ich dir jetzt hier berichte, ist Fortschreibung von Heilsgeschichte. Das hier ist Geschehenes, das heilige Schrift ist. Und wir haben darum im Evangelium diese Stelle, wo der heilige Zacharias heißt, Gott erinnert sich, ja, also Gott erinnert sich jetzt an seine Verheißungen, die er dem Volk Israel gegeben hat und jetzt kommen sie zur Erfüllung. Zacharias ist im Tempel, er war ein Priester, er wird ausgewählt per Los, das machte man so, das Rauchopfer darzubringen und während er im Tempel ist, erscheint neben dem Altar der Gabriel und sagt ihm, dass seine Frau, trotz ihrer Unfruchtbarkeit, obwohl sie schon nicht mehr in dem Alter ist, wie es Frauen zu agieren pflegt, dass sie einen Sohn gebären wird. Und der arme Zacharias glaubt das nicht. Und hier liegt eine für uns vielleicht nicht so leicht ersichtliche Lehre, aber für den biblischen gewandten Leser ganz eindeutig. Hätte der Zacharias seine Bibel gekannt, dann hätte er gewusst, dass er dem Gabriel glauben muss. Nämlich, er kannte ja die Geschichte aus dem Buche Genesis. Er wusste, dass Gott schon einmal an der Sarah dieses Wunder gewirkt hatte, der es auch nicht mehr so erging, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Und dass diese Sarah im Alter von über 90 den Isaak geboren hatte. Jetzt zweifelt der arme Zacharias und wird daraufhin stumm. Ja, also metaphorisch bedeutet das, wenn das Volk Gottes, wo wir den Glauben verlieren, werden wir stumm, weil wir auch nicht mehr von Gott künden. Wir leben ein bisschen in dieser Sorte von Zeit. Und dann sagt der Gabriel, also ich bin der Engel, der vor Gott steht. Weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein. Aber deine Frau wird dieses Kind gebären und dieses Kind sollst du Johannes nennen. Das ist ganz erstaunlich, weil niemand unter den Vorfahren von Zacharias so heißt. Hier zeigt Gott wieder, mit diesem Kind beginnt etwas Neues. Wir haben gestern davon gesprochen, dass Gott dem Moses am brennenden Dornbusch zum ersten Mal seinen Namen verkündet hat. Ja, der Name war Ich bin, der ich bin, in der griechischen Übersetzung oder auf Hebräisch, weiß man nicht so genau, Ich bin, der ich sein werde. Wenn man die hebräische Übersetzung nimmt, die noch ein bisschen urtümlicher ist und weniger philosophisch, dann steckt da drin auch, wer ich bin, das kannst du nicht in einem Wusch erfassen. Wer ich bin, der ich sein werde, du, Moses und ich, du Volk Israel, wir beginnen jetzt eine Geschichte miteinander und im Laufe dieser Heilsgeschichte wirst du durch die Taten, die ich an dir tue, erkennen, wer ich bin. Ja, Gott offenbart sich durch Worte und durch Taten. Weil Gott so unfassbar ist und für Menschen unausschöpflich, reichen Worte nicht hin. Immer wieder begleitet er seine Worte durch Taten, die sich gegeneinander interpretieren. Und was ist jetzt das Erste, was passiert? Israel schließt einen Bund mit Gott am Berg Sinai, wird Gottes Volk und jetzt beginnt diese Geschichte mit Gott und Israel. Und das Erste, was Israel tut, nachdem sie gesagt haben, Amen, Amen, wir wollen diesen Bund halten und deine 10 Gebote alle unterschreiben und das ist jetzt unsere Lebenskonstitution. Das Erste, was sie tun, kaum dass Moses für 40 Tage auf dem Berg verschwindet, ist, sie bauen sich ein goldenes Kalb und das ist die Ursünde Israels, Apostasie pur. Anstatt den lebendigen Gott zu verehren, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, beten sie ein Kalb an, was nicht reden und sprechen kann und hören und sehen kann. In dieser Situation, ja, wo Israel Gott so verworfen hatte, offenbart Gott nun zum zweiten Mal seinen Namen. Ja, man spricht auch von quasi schon einer Vorankündigung des neuen Bundes. Die zweite Namensoffenbarung, Moses geht wieder auf den Berg und sagt, ich will dich sehen, tu mir deine Wege kund. Und jetzt offenbart Gott nochmal seinen Namen und jetzt mit einer weiteren Definition. Und diese Definition sagt, ich bin Rachum vechanun, also ich bin barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und reich an Güte. Das ist das eigentliche Wesen Gottes.
was Israel interessanterweise erst verstehen konnte, nachdem es gesündigt hatte. Nämlich, wäre es nur als Sklave aus Ägypten herausgeführt worden, hat es zwar Gott erkannt, Gott ist ein Retter, aber Israel hatte sich selbst noch nicht erkannt. Israel hatte noch nicht erkannt, dass es selbst erlösungsbedürftig ist. Das ist die Barmherzigkeit Gottes braucht, ja? Das ist irgendwie wunderschön, weil es zeigt, dass wir keine Angst davor haben müssen, unsere Gefallenheit zu erkennen, unsere Neigung zur Sünde. Im Gegenteil, umso tiefer ich vertraut werde mit meiner persönlichen Neigung zur Sünde und meinen Stürzen, umso tiefer kann ich diesen wahrhaft, wahrhaft liebenden Gott kennenlernen, der so viel mehr liebt, als irgendein Mensch fähig ist. Ja? Während wir Menschen so oft nicht fähig sind, uns unsere eigenen Fehltaten im Leben zu vergeben, ja? Manchmal bis zu dem Punkt, dass wir Selbstmord begehen, weil wir so verzweifelt sind über das, was wir gemacht haben, ist Gott genau andersrum. Nie verlieren wir unsere Würde in seinen Augen. Immer ist er bereit zu vergeben und sein Wesen ist diese Barmherzigkeit. Und das zu verkünden, sendet uns Gott Johannes den Täufer. Ja, das ist seine Sendung. Deswegen hat Johannes einen Namen, der auf Jesus hinweist. Johannan, Gott ist gnädig, Gott ist Barmherzigkeit. Und ihr kennt dieses berühmte Bild, er zeigt auf das Lamm Gottes. Seht das Lamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das ist die Aufgabe des Johannes und das ist letztlich erstens das, was Johannes uns allen sagt. Ja? Schau auf Jesus, er ist nichts als Barmherzigkeit und dann künde du selber von der Barmherzigkeit Gottes. Bis morgen.